War eine angenehme Zeit mit euch, falls wir uns nichts mehr sehen, ne? Dann war's das. Boah, ach da unten. Gute Werner, wo geht's heute hin? Heute? Ja, ich werde heute das erste Mal selber Helikopter fliegen, ne? Dann habe ich einen Termin im Rumas. Und danach gehen wir für einen Amigo, ne? Für das neue Familienmitglied. Ein Hundehalsband kaufen bei Gucci, ne? Auf! Helikopter bist du ja schon mal geflogen? Schon öfters, ja. Aber selbst noch nie? Genau. Denkst du, du bekommst es hin? Ja, sonst würden wir jetzt ja nicht hinfahren, oder? Ich denk mal, du bekommst da eine gute Einweisung. Ich will's immer hoffen, ja. Hast du eigentlich Angst vor dem Flug? Ne, natürlich nicht, sonst würde ich ja nicht hinfahren, ne? Und ich denk mal, der, wo neben mir sitzt, ne? Der wird ja auch auf sein Leben achten, ne? Also da wird man das schon genau erklären, ne? Und ich denke mal, im Notfall, wenn ich irgendwas verhunze oder irgendwas, denke ich mal, wird er da eingreifen, ne? Hier steht er ja schon mal, ne? Meinst du, ist das schwarz-rote? Wie findest du die Farben? Ja, weiß-rot wäre besser. Oder halt Gucci-Farben. Oder Gucci, ja. Da können wir ja einen Rennig, einen Turek einfliegen lassen. Der macht das ja alles. Ich bin schon gefragt worden, ob ich Angst habe. Aber ich gesagt, nee, ich hoffe mal, der Pilot hat keine Angst. Ich habe auch meinen ersten Tag heute, also ist alles gut. Ach, du, ach so, okay. Also jetzt habe ich schon fast Angstzustände bekommen. Nein, keine Sorge. Okay, mit dem fliege ich mal? Genau. Rauchen während dem Flug ist wahrscheinlich verboten, leider, ne? Ja. Wie lang dauert denn das, um den Führerschein zu machen? Wenn du jetzt mit deinen Kumpels durch die Gegend fliegst oder so, dann brauchst du nur einen Privatpilotenschein. Ab dem Tag, wo du das erste Mal in die Flugschule gehst, musst du erstmal eine Aufnahmeprüfung machen. Dann wird geguckt, wie sind denn deine Kenntnisse, Mathe, Englisch, Physik, Deutsch, dieser ganze Kram. Ab dann für den Privatpilotenschein, ich sag mal, ein halbes Jahr, wenn man richtig gut durchkommt. Okay. Und bis zum Berufspiloten 2 Jahre, 2,5 ungefähr. Das ist eine Frage immer. Ja. Mit dem Hubschrauber hast du ja gar keine Kontrolle, ne? Also Kontrollen gibt's ja nicht, ne? Ja, also rechts ranfahren ist nicht. Aber es kann trotzdem sein, du landest irgendwo an einem Flugplatz. Okay. Und dann kommen 2 Herrschaften mit Westen auf dich zu und sagen, ja, schönen guten Tag, das Luftfahrtbundesamt, wir würden gerne mal Ihre Flugvorbereitung sehen. Und zeigen Sie mal Ihre Lizenz, zeigen Sie mal, dass Ihr Medical noch gültig ist. Ach, und Alkoholtest haben wir auch noch mal hier. Okay. Kann schon passieren, ne? Okay. Ja. Aber jeder, der halbwegs Verstand hat, fliegt nicht besoffen. Ich wohne ja, die Hälfte vom Monat wohne ich ja in Mabea ja drüben, ne? Aha. So, das habe ich mir jetzt gegönnt nach den ganzen Jahren in den Irrenhäusern, was ich da verbracht habe und alles, ne? Und ich war aber vor 10 oder 12 Jahren, war ich schon öfters in Mabea unten, ne? Und da gibt es ja neben Mabea, gibt es ja dieses Bordell, dieses große Scandello heißt es. Da war ich auf jeden Fall am Abend mal drin. Da plötzlich sind ein paar Mädels rumgelaufen. Ey, Werner, was machst du denn hier und alles? Ne? Und da habe ich gesagt, ja, mal gucken, was so geht und alles. Also die hatten dann irgendwann bei mir auch schon mal gearbeitet. Und ich habe so woanders kennengelernt gehabt, bei irgendeinem Kollegen oder so und alles. Ne? Da hatten die mir erzählt gehabt, die hatten da einen Gast. Mhm. Ne? Und der war die ganze Nacht, war er da am Hantieren mit 2 Mädels. Ne? Und natürlich unter Volldampf, ne? Hat natürlich schön Champagner und Whisky und weiß der Herrgott was nicht alles. Auf jeden Fall hat sie gesagt gehabt, am nächsten Tag war sie auf dem Flughafen, da musste sie wegfahren. Und da ist der Pilot über den Weg gelaufen. Nee. Mit seiner Mütze und mit seinem Ding. Nee. Ja. Ich habe einen Freund, der heißt, kennst du Kolja Goldstein? Ist ein ganz bekannter Rapper. Und der hat letztes Mal zu mir gesagt, weil er ja natürlich mitbekommen hat, dass ich ja öfters auch schon mal geflogen bin und alles. Und ich zum gesagt habe, ja, ich spiele mit dem Gedanken, eventuell selber einen Führerschein, dass ich mir so den zulege. Hat er mich gefragt, was kostet denn sowas? Ich habe mich natürlich schon informiert, was sag ich mal, jetzt so ein Hubschrauber kostet und alles. Ne? Und dann habe ich aber zum Ding gesagt, zum Kolja, an für sich ist es gar nicht mal so teuer, wenn sich da, sag ich mal, 2, 3 Leute, wenn sich da zusammentun und alles, dann, das muss ja kein neuer sein, aber dann bist du eigentlich, sag ich mal, wenn du jetzt noch aufs Geschäft finanzierst oder so, ja, bist klar, du eigentlich wie, genau bei, wie, ja, wie beim Rolls-Royce eigentlich, bist du von den Kosten her eigentlich auch nicht höher. Ne? Ja. Kolja, wir kommen unserem Ziel immer näher. War eine angenehme Zeit mit euch, falls wir uns nichts mehr sehen, ne? Dann war's das. Mach's gut. Während wir hier alle schweben. Und mit der linken Hand steigst und sinkst du. Jetzt versuchst du mal 5 Meter zu steigen.
Langsam. Okay. Und ganz zärtlich. Okay. Vielleicht doch wie mit den Frauen. Ganz zärtlich. Mit dem Stick, ich demonstriere das einmal. Jetzt geht's nach rechts. Okay. Ganz kleiner Input, nur hast du gesehen? Ja. Und jetzt geht's einmal nach links. Okay. Auch nur ein ganz kleiner Input. Von nach vorne. Okay, dann bist du dabei. Und nochmal. Links, nach links. Zu spät. Und mach was. Oh, jetzt bin ich wieder dabei. Boah. Das ist gar nicht so einfach. Definitiv nicht. Okay. Und dann bin ich wieder. Also das mit dem Joystick ist gar nicht so einfach, da muss ich das. Also wir kennen uns noch nicht lang, ne? Ja. Aber ich bin froh, dass du neben mir bist. Ja, das ist ja schön. Super. Wir machen mal das Triebwerk aus. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Da unten ist eine Polizeikontrolle. Ich hab's nicht gesehen, was macht. Wo? Boah! Ach, da unten. Boah! Vor uns haben wir jetzt natürlich die Skyline. Genau. Direkt vor uns. Und rechts ist der Feldberg. Und der Fernsehturm ist auch vorne zu erkennen. Na, wie war's? Es war hervorragend. Immer den Wolken entgegen. Also ich kann es auf jeden Fall definitiv nur sagen, ne? Es ist wirklich kein Spaß, ne? Also mal einsteigen und zu denken, ich fliege mal schnell irgendwo hin, genervt oder so, also das könnt ihr vergessen, ne? Ich weiß nicht, wie habe ich mich gemacht? Wie hast du dich denn selbst eingeschätzt? Ich mich selbst? Ja. Ja, sagen wir mal, sehr, sehr unsicher. Ich denke mal, ich bin noch zu grobmotorisch. Mhm. Ja. Aber verhältnismäßig. Also kriegen wir hin. Wenn du es willst, kriegen wir es hin. Ja? Ja, Ehrenwort. Kein Scheiß. Also, ich danke dir. Nicht dafür. Es hat mich gefreut. Ebenso. War auch ein sehr angenehmer Fluglehrer, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, wer noch? Adis, ich grüße dich. Wie geht's dir denn? Gut und selber? Ja gut, ich bin gerade gelandet. Kurz nachdem wir telefoniert haben, war ich im Helikopter drin. Ich habe heute meine erste Stunde gehabt, wo ich selber geflogen bin. Adis, und zwar folgendes. Ich habe gehört, stimmt es, dass von Gucci sogar auch Hundehalsband gibt? Ja, gibt es, ja. Okay, weil ich habe mir ja jetzt einen Hund zugelegt, ne? Ah, okay. Und dann muss ja natürlich auch Gucci haben. Definitiv. Ja, ich komm nachher auch bei dir vorbei. Ich wollte ja nur fragen, ob du da bist. Ich bin da. Ich habe jetzt um 14.45 Uhr habe ich jetzt im Rumors einen Termin. Das geht, denke ich mal, dreiviertel Stunde und dann komme ich bei dir vorbei, Adis. Ne? Sehr gerne. Alles klar, ich danke dir. Okay. Bis dann, Adis. Tschö. So, die erste Flugstunde ist jetzt rum. Und, wäre das was für dich? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also gefallen tut es mir ja auf jeden Fall, in der Luft zu sein. Ne? Definitiv. Aber die Erfahrung heute, was ich gemacht habe, ist definitiv so, du musst wirklich da auf Zack sein. Ne? Du musst drei Elemente zur selben Zeit bedienen. Ne? Und also da musst du definitiv konzentriert sein. Also einfach einsteigen mal, genervt und vielleicht tausend Dinger im Kopf. Da kann ich definitiv sagen, das kostet dich das Leben. Also mich wird es auf jeden Fall das Leben kosten und alles. Ne? Um ab und zu mal zu fliegen und alles, ist es okay, das wäre schon eine Option für mich. Aber dann wäre schon die Überlegung, ob man nicht lieber dann hergeht und einfach nur den Helikopter wie eh und je einfach mal mietet und Pilot macht das Ganze. Aber es ist, stellt es euch nicht einfach vor, einen Helikopter zu fliegen. Also lieber nochmal drüber schlafen. Nochmal drüber schlafen heißt, das kann ich gleich beantworten. Dass ich einen Führerschein mache, das habe ich mal definitiv aus dem Kopf jetzt rausgeschlagen. Ich kenne mich da selber lang genug. Und ich weiß, wie mein ganzes Leben immer war. Ich komme manchmal so schnell in Stresssituationen rein und alles. Und dass ich mich dann irgendwann der Gefahr dann aussetze, mich in den Hubschrauber reinzusetzen und dann heimzufliegen oder überhaupt zu fliegen. Nee, also dann lieber keinen Führerschein. Und jetzt ein bisschen was Entspannteres, shoppen gehen? Nee, jetzt gehen wir erstmal was essen, weil wir machen können. Ich habe jetzt auch einen Termin im Rumors und da tun wir gleich was essen. Und danach fahren wir zu meinem Freund Adis, zu Gucci.
So, Werner, das war jetzt wieder ein langer Tag. Genau. Und der neue Hund, der Amigo, hat ein Gucci-Halsband jetzt. Am Ende bei Gucci, da war ja eine ganz schön lange Schlange draußen. Und wir mussten gar nicht warten. Kennen die dich da auch? Ja, ich würde mal sagen, dass die mich da drin kennen, ja. Ja gut, es hat natürlich auch damit was zu tun. Ich habe da einen persönlichen Berater, das ist der Adis. Von dem habe ich die Handynummer. Und jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe zu Gucci, dann tue ich mich vorher ankündigen und dann sagt der Security unten Bescheid. Ab und zu telefonieren wir auch mal abends. Wenn mal was Neues reinkommt, dann schickt er mir das auch per WhatsApp und alles. Und an die Community da draußen, alle, die aus Frankfurt kommen oder wenn jemand in Frankfurt ist und zu Gucci gehen will, dann geht einfach hin und verlangt nach dem Adis. Und wenn eine Schlange draußen steht, dann sagt einfach, ihr wollt zum Adis. Und sagt einen schönen Gruß von mir, dann werdet ihr genauso gut bedient. Das ist Luxus. Ja gut, ich denke mal, so ein Status musst du ja auch, denke ich mal, finanziell erstmal aufbauen. Für dich hast du ja auch noch einiges gefunden. Ja, definitiv. Ich habe mir eine Jacke gekauft, was lila ist. Hätte ich die jetzt im Internet gesehen, auf ihrer Homepage, also ich hätte mir die definitiv nicht bestellt, ne? Aber ich muss sagen, die hat sehr gut ausgesehen. Und das Hemd fand ich natürlich auch richtig klasse. Und den Hut, das war das Allerbeste. Ja, ansonsten, das war wieder mal ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es jemand besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr jetzt natürlich den Kanal liken, abonnieren und teilen. Macht's gut, meine Freunde.